Moin moin Freunde, und damit begrüße ich euch ein letztes Mal ganz herzlich willkommen zurück in dieser Woche zu einer neuen Folge von Let's Play Politik Simulator 4, Power Revolution im vierten Teil des Politik Simulators mit mir zusammen Malte, mit Cäsar Augustus im Römischen Imperium. Wir sind wieder zurück und wir haben heute einiges vor und jetzt hoffentlich endlich in dieser Folge mal den Aufbau der Armee. Ja, wir haben jetzt hier noch die letzten, keine Ahnung, 100, 200 Soldaten noch ausstehend. Die dürften, denke ich, dann nächsten Monat auf jeden Fall zur Stelle sein. So zum 1. Juli können wir dann, denke ich mal, unsere ganze Soldateska endlich mal versammeln. Endlich mit der großen, ja, Sortierungswelle beginnen, nach der Aufrüstungswelle jetzt nun also die ganzen Einheiten zusammenzuziehen. Das soll planmäßig diesen Monat kommen. Ansonsten haben wir momentan noch so ein bisschen Probleme. Also der Bausektor läuft momentan ganz gut. Also wir können momentan rein arbeitskräftemäßig echt stark bauen. Uns geht momentan gerade leider nur so ein bisschen das Geld flöten. Also unsere Überschüsse sind jetzt immer gerade so extrem zur Neige gehend. Also wir arbeiten da schon wirklich am Maximum. Das ist momentan nicht schön. Wir bräuchten tatsächlich da mal wieder eine gute Überschussverrechnung. Das würde jetzt tatsächlich mal nicht schaden, wenn wir da mal eine gute Überschussverrechnung mal bekommen würden. Würde mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Ansonsten muss man sagen, läuft es mir eigentlich baumäßig so gut, dass man sagen kann, wir kriegen auf jeden Fall gerade absehbar Jahr für Jahr so hin, dass wir, ja, so dastehen, dass ich sage, also prozentual kommen wir langsam in den Schulen wieder hinterher. So, Hungerstreik interessiert mich nicht hier. Quarantäneaufenthalt, yep, neue Quarantäne wird aufgebrochen jetzt hier und wir haben neue Bevölkerung. Noch ein paar Kranke, so zack, 100 Millionen für Medikamente werden da wieder ausgeben. So, und ich hoffe jetzt dann also jetzt hier mit der Cholera-Epidemie, dass wir da jetzt nicht nochmal hinterher müssen. Ne, genau, sieht soweit ganz gut aus. So, dann kriegen wir jetzt den 1. Juli hinein. Das heißt also jetzt dann noch ein Autosave, neue Wachstumszahlen, neue finanzielle Zahlen auf jeden Fall, die wir dann noch mitkriegen. Werden wir direkt noch nicht aber in den Bau ummünzen, wir warten erst bis die anderen Kollegen drüben fertig sind. Das heißt, das dürfte dann ja jetzt Ende des Monats wahrscheinlich dann soweit sein. Und jetzt viel wichtiger, aber die Soldaten, die müssten jetzt soweit sein. Hilfe, ich habe keinen Bock mehr, da dauernd hinterher zu rennen. Die soll jetzt einfach fertig sein, ich möchte jetzt einfach diese scheiß Truppen sammeln, das kann doch nicht sein. Wirklich, und danke, ja, was haben wir jetzt hier wieder? Ach, knapp nur eine Billion. Knapp nur eine Billion, das ist nicht viel, Leute. Also unsere Geldreserven, das sieht momentan nicht so stark aus. Wirklich nicht. Ansonsten die Währung, immerhin die Inflation kommt langsam zurückgerudert. Ich denke, hier können wir den ersten Lockerungsschritt mal machen. Runter auf 15%, aber ja, das sieht momentan nicht so stark aus. Naja, jetzt aber erstmal der Blick dann auf die Armee. 50 Soldaten. Gut, okay, noch ein Monat. 50 Soldaten, wirklich. Die treibe ich noch persönlich zusammen. Da muss ich einmal nur wahrscheinlich durch unseren Regierungspalast gehen, damit ich diese 50 Leute zusammen habe. Die von uns ein... Nee, stattdessen wieder noch einen Monat warten. Ja, herrlich. Finde ich gut sowas. Macht Spaß. Nein, hier werden keine Quarantänen aufgehoben, bevor das nicht medizinisch sinnvoll ist. So, dann gucken wir, dass wir jetzt halt dann nochmal hier den ganzen Stuss zusammenkriegen. Aber ja, jährliches Wachstum geht es übrigens wieder ein bisschen nach oben. Also so ein bisschen Boomerang-Effekt kriegen wir es hier schon noch hin. Ja, müssen wir jetzt mal schauen, was sagen die Arbeitslosenzahlen. Ich glaube, diese Zahlen sind schon wieder in Ordnung. Genau, die Arbeitslosenzahlen wieder voll in Ordnung. Ja, Wirtschaftswachstum sagt mir jetzt kleiner Boomerang. Also aus den 0% ist es dann doch wieder 3% geworden. Ich denke, die werden wir dann bis zum Ende des Jahres so durchbringen. So, Arzneimittelkauf brauchen wir auch mal wieder hier. Zack, 100 Millionen. So, was haben wir jetzt hier? Festival in der Tschechei. Nee, interessiert mich jetzt gerade weniger. So, wichtiger ist, dass die Schulen nochmal fertig werden. Da muss ich gucken, wie wir das Ganze finanziell lösen. Ah, wir haben, obwohl hier steht doch 1,8, ja doch, sind 1,8 Billionen, doch, das dürfte aber eigentlich dann finanziell aufgehen, zumindest für den ersten Satz Schulen auf keinen Fall, das, also den ersten Satz wird uns das nicht vor Probleme stellen. So, mögliche Zerschlagung, und wir haben unsere Welterschöpfungstag mal wieder erreicht, ich begrüße gehen raus. Ansonsten muss man halt auch irgendwann vielleicht doch mal eine kleine Verschuldung in Kauf nehmen, I don't know. Ich meine, so katastrophal ist es jetzt auch nicht bei uns. So, 22. hat das jetzt? Ja, hat es jetzt. So, 83% Schulen haben wir jetzt hier wieder. Und jetzt können wir tatsächlich wieder eigentlich in den größeren Baubereich hineinstoßen. So, 55.000. Ich weiß nicht, warum das jetzt plötzlich wieder weniger geworden ist, aber wir dürfen anscheinend nur mittlerweile 55.000 Schulen bauen. Soll mir auch egal sein. Kommt ja trotzdem damit ganz gut voran. So, dann haben wir jetzt unsere 110.000 voll. Dann geht's weiter. Nächster Satz. So, 110.000, 165.000, 165.000, mal kurz schauen.
165.000, 170.000, 190.000 Schulen kriegen momentan auf die Beine gestellt. So, genau, dann seid ihr damit erstmal beschäftigt für ein Weilchen. So, damit können wir jetzt also gemächlich Richtung August streiten und dann im August dann jetzt hoffentlich, endlich unsere Soldaten anfangen zu sortieren. Das interessiert mich jetzt erheblich mehr. So, wir bauen jetzt übrigens Ende Juli, Ende August, Mitte September, ne? Mitte September dürften die dann soweit sein. Ich glaube schon, Mitte September ist dann der nächste Satz fertig. Wie ich unsere... Die... So, gut, Quarantäne aufgehoben, Berichterstattung Simigrani, 66 Tote waren es gewesen, Aufhebung der Quarantäne, ja gut, haben wir schon geklärt. So, 200 Tage noch weiter, Abschlussbilanz, also 66 Tote hier nochmal gewesen. So, Cholera-Epidemie wieder hier. Auch wenn wir niemals das Trauma beseitigen werden. Jo, alles klar. Die Entschädigung der Opfer dieses Desasters wird ihnen helfen, wie der Boden und... So, 100 Milliarden gibt es dafür nochmal. Die Bestattung wird eine Woche stattfinden, sind wir auch mit am Start. Hilfe, so, dämlicher Drecksverwaltungsakt, haben wir es jetzt. Ja, wir haben es endlich geschafft. Gut, okay, damit jetzt also dann, Freunde, mit dem August schaffen wir es endlich. Jetzt also dann die ganze Kiste an den Start zu bringen. Mit dem August jetzt also. Werden wir uns umsehen, werden wir jetzt versuchen, die ganzen Leute jetzt hier einmal zusammenzuholen, zusammenzuziehen, die ganzen Truppen. Ja, und dann können wir jetzt endlich mit diesem dämlichen Projekt loslegen. Uiuiuiui. Und damit ist jetzt also auch für die nächste Woche auf jeden Fall die Kriegsführung wieder garantiert. Heißt, nach ganz langer Zeit Innenpolitik jetzt nächste Woche auf jeden Fall die Außenpolitik wieder bald mit am Start. So, wir beginnen. Jetzt also, indem wir jetzt hier erstmal ranzoomen, vorsichtig, was auch schon auf jeden Fall seine Zeit hier gerade kostet, die Ladezeit. So, bis wohin kann ich? Bis hierhin ungefähr. So, hier beginnt jetzt die ganze Spaß. Wir beginnen erstmal die Soldaten zu sammeln. So, ich brauche 1000 ungefähr pro Stützpunkt. Wir sammeln den ersten hier vorne in diesem Stützpunkt, hätte ich gesagt. Der wird jetzt dann erstmal der erste Grundsatzstein sein. So, zack, einmal rüber mit euch. Ja, die 100 lasse ich nochmal da, ist okay. So, auch hier wieder die 1000, ist in Ordnung. Ja, passt auch ungefähr. Jupp, ist auch gut. Ja, kann man auch so stehen lassen. Ja, das passt gerade ganz gut. Also jetzt gerade der kleine Zahlenbug jetzt hier kommt mir gerade aber ganz gelegen. Also der ist tatsächlich gerade so gut ausgelegt, dass ich mir darum gerade keinen großen Stress machen muss. So, Athen braucht dann tatsächlich als Lokalregion nochmal vielleicht ein paar Leute mehr. Das heißt, hier schnappe ich mal so ungefähr 3000 nochmal raus. So, und dann ist das jetzt quasi erstmal der erste Truppenzusammenzug hier vorne. Dann schauen wir gleich weiter, wo es dann weitergeht. So, du bist Indonesien, Auslöschung einer Situation. Sehr schön, Erfolg gehabt. So, dann haben wir jetzt hier 38.000 Truppen. Ich glaube, in so einem Truppencenter ließen wir aber auch nur 1.000. Ne? Von daher ist es okay, wenn ich die, glaube ich, alle rüberziehe. Genau, in Bitola. Und da geht es dann jetzt weiter. Das heißt, jetzt beginnen die ganzen Städte. So, eins... Ich denke, ich kann jetzt gerade relativ blind durchgehen. Ich glaube, die Zahlen stimmen gerade eigentlich alle relativ gut. So, dann schauen wir jetzt, dass wir die also alle nochmal zusammenkratzen. Was hier in den Regionen rumturnt. Und dann schauen wir mal, wie viele Leute wir so zusammenkriegen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, aber es müsste ja auf jeden Fall schon eine stattliche Anzahl sein am Ende, die hierbei rumkommen sollte. Es würde mich auf jeden Fall wundern, wenn dem nicht so wäre. Aber man sieht ja auch schon, dadurch, dass wir ungefähr 3000 aus einer Stadt herausziehen, das kann sich schon sehen lassen, das ist jetzt nicht allzu übel. So, dann schauen wir jetzt, dass wir jetzt also hier alles rankriegen, das wird auf jeden Fall nicht zu wenig sein. Sorgen wir jetzt hier schon mal für relativ große Truppenbewegungen, aber sobald sich dann alle gesammelt haben, dürfte das dann ja alles soweit in Ordnung sein. Doof natürlich nur, dass ich jetzt halt wieder Stadt für Stadt für Stadt bearbeiten muss, aber das kennen wir ja schon. Das ist jetzt tatsächlich nichts Neues, darauf sind wir jetzt ja auch seit Wochen eigentlich eingestellt gewesen, dass uns jetzt der Spaß jetzt hier langsam erwartet. Thessaloniki haben wir anscheinend auch ein bisschen mehr dagelassen, das heißt also 5000 brauche ich einmal nur hier. Auch eine dieser Lokalregionen, wo wir gesagt haben, ja, da darf auch durchaus noch ein bisschen mehr stehen bleiben. Das Gute ist jetzt gerade, dadurch, dass ich jetzt quasi alle Flieger sehe, sehe ich sofort instant, auf welche Städte ich abgehandelt habe. Das heißt also, das ist jetzt gerade mal gar nicht mal so das Thema.
So, dann haben wir jetzt hier noch. Okay, da habe ich gerade eine Truppe leider Gottes per Auto fahren lassen, weil das sind jetzt auch nicht wahrscheinlich nicht die ganz großen Zeiteinheiten. So, zumindest dann den ganzen Süden, den ganz Griechenland haben wir jetzt noch einmal zusammenbekommen. Das heißt, die dürfen jetzt alle dann in Bitola hier vorne, ihr seht es, versammeln gehen. Plus die Kollegen, die jetzt gerade noch mal eben kurz per Auto da unterwegs sind. Aber das sieht dann schon mal ganz gut aus. Damit haben wir jetzt dann Griechenland schon mal durch. So, Griechenland durch. Dann gucken wir weiter. Nächste Haltestelle wäre für mich hier oben die Militärbasis 1 in Zentralserbien. So, das heißt, ja, das passt ungefähr. Die 140.000, 150.000 Soldaten können wir einmal zusammenkratzen gehen. So, die Stadt war soweit auch in Ordnung. Das heißt, jetzt geht es hier weiter in Tirana. Das ist auch Lokalstadt. Das heißt 5.000. So, Debra. Oder Derba, genau. So, Skopje ist wahrscheinlich auch wieder Lokalstadt. Genau. Skopje auch wieder Lokalstadt. Dann haben wir jetzt hier noch ein paar Soldaten. Gut, das sind 1000, das passt eigentlich relativ gut gerade. Da muss ich jetzt nicht unbedingt rausziehen. Ja, dann eigentlich die beiden Camps hier vorne. Genau, 1, 2. Dann hier ist ein Zivilflughafen. Hier haben wir Pogrogica. Und Nikic. Pristina. So, holen wir das alles nochmal zusammen. Hier vorne haben wir auch Soldaten stehen. Nee, hier stehen tatsächlich nur Schiffe. Hier steht nur Marine, das ist soweit in Ordnung. Ja, und dann sind wir jetzt hier drüben in Bulgarien. Da müssen wir uns auch nochmal rüberziehen. Wie gesagt, Zentralserbien ist da ja die Ecke. Hier müssen wir eine Stadt sich gerade wieder aufbauen. Das sind wir da auch mal hinterher. So, 5000 Soldaten. Dann jetzt also hier rüber, Militärbasis 1, Plodjew. Ja, hier steht wahrscheinlich auch wieder nur Flotte. Genau, hier steht auch wieder nur Flotte. So, Varna, Russi, Vidin, genau, dass die dann einmal alle rüberkommen. Ja, und ich könnte eigentlich Rumänien da auch schon reinziehen. Da muss ich mich um Rumänien, das ist auch nicht mehr großartig kümmern. Bukarest natürlich auch nochmal die Metropolregion. Ist klar. Aber den Rest, das kann man tatsächlich alles schon mal so machen. So. Dann haben wir hier gleich schon mal auf jeden Fall wieder eine etwas stattlichere Anzahl noch stehen. Mit Rumänien dann also auch einen großen Teil flächenmäßig des Osteuropas dann auch durch. Also wir kommen, denke ich mal, gerade ganz gut voran. Kann erstmal soweit nicht schaden, genau. So, dann erstmal bis hierhin. Dann die ganzen Einheiten zusammenziehen. Genau, so, dann haben wir gleich alles zusammen. Dann schauen wir nochmal, der nächste Stützpunkt wäre dann erst ja hier oben. So, alle Leute hier, so 238.000 einmal rüber. So, und dann schauen wir mal, also mit Montenegro waren wir durchgekommen, das heißt Sarajevo geht es jetzt hier weiter, Metropolregion. Hier 1000 Leute passen, Belgrad, Metropolregion. Novi Sad. Timisoara. Ordea. Die Stadt da oben rechts hatten wir gehabt, ne? Ja, genau, die hatten wir gehabt. Und dann sind wir jetzt hier oben schon auch in Ungarn. So, Budapest, Metropolregion. Vukovar, Slavonski, ja, und dann nehmen wir nochmal Zagreb mit, genau, so, ziehen das jetzt noch alles zusammen hier, dann haben wir auch hier dann gleich direkt einen Teil gut zusammengestellt bekommen und dann können wir jetzt hier das dann schon nach Österreich bringen und können eigentlich jetzt schon Haken hinter Osteuropa machen, ne, gut, Slowenien fällt noch eigentlich drunter, aber mehr oder weniger haben wir tatsächlich dann Osteuropa jetzt schon zusammen. Das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. So, älteste Person im Land ist mal wieder gestorben. Sind wir natürlich auch wieder mit der Beerdigung dabei. So, 280.000. Dann einmal bitte rüber, genau, hier vorne Richtung Slowenien. So, sehr schön. Und dann geht es jetzt auch hier los. Hier haben wir nichts. Kopa.
Dann haben wir Ljubljana, Metropolregion. Und dann Klagenfurt, jetzt also dann in Österreich angekommen. Graz. Eisenstadt. Wien Metropole. So, St. Pölten, Linz, Salzburg. So, dann haben wir hier noch Innsbruck. Nehmen wir auch nochmal als Österreich mit dazu. Die Trento-Region gehört schon zu Italien. Ja, Triest, ich würde mal sagen, das nehmen wir nochmal so einfach mit, genau. Und das da vorne ist dann einmal, nehmen wir mal das als die Schweizer Ecke mit. Das heißt, wir machen jetzt gerade mal so Österreich, Slowenien jetzt hier einmal. Und bringen dann die jetzt dann gleich da oben Richtung Schweiz. Und dann fangen wir an, jetzt hier nochmal zu sammeln. So, oder erstmal Italien. Das ist jetzt natürlich die gute Frage. Ne, ich würde sagen, wir machen erstmal Italien, genau. Gehen jetzt hier nach Florenz und sammeln jetzt erstmal Italien alles ein. Das heißt, Triest. So, wie es aus? Hier oben Luftwaffen, die kann ich tatsächlich eigentlich wirklich jetzt komplett schenken. Da weiß ich jetzt eigentlich instant schon, dass da nichts steht. Also sind wirklich nur die Städte und die Truppenstützpunkte, wo ich nachschauen muss. So, Trento, Milano, Bellinzona nehmen wir auch nochmal mit. Ist okay. Genua, Turin. Ja komm, Monaco und den Staat da links hier, Nizza, das lassen wir auch nochmal als gerade italienisch gut durchgehen. Auch wenn es jetzt nicht ist, aber machen wir mal so. So, dann haben wir Pisa. Florenz selbst natürlich, klar. Oh, hoppla, jetzt haben wir tatsächlich hier gerade eine Ballung, die gefällt mir jetzt nicht so. So, das muss ich jetzt gucken. Wir müssen bei den Zahlen aufpassen hier wieder, aber nee, Rimini ist schon wieder okay. San Marino lässt auch grüßen. So, dann haben wir Ancona. Pergua. Müssen wir übrigens auch wieder aufbauen, sehe ich gerade. So, dann Pescara. Der römische Stützpunkt nebenan. Rom selbst. 3000 Truppen ziehen wir nochmal raus. Der Vatikan, also quasi römisch Innenstadt. So, Napoli, oh, muss auch erstmal aufgebaut werden. So, Napoli Stützpunkt. Napoli selbst. So, dann sind wir jetzt schon mal ganz gut dabei. Dann gehen wir jetzt zum südlichen Teil des Stiefels. Hier wieder ein bisschen aufpassen, was anscheinend die Zahlen angeht. So, dann Potenza. So. Machen wir erstmal bis hier hin und dann nehmen wir gleich nochmal separat dann die kleinen Inseln links und rechts daneben. Also dass das jetzt hier erstmal alles rüberkommt soweit. Hier vorne an die 300.000. Also ich denke, jetzt dürften wir schon mal relativ gut und nah an der halben Million Marke dran sein. Also doch, wir werden auf jeden Fall hier einiges an Soldaten zusammenkriegen. Ja, 440.000, ich denke jetzt gleich mit den Inseln haben wir dann ungefähr die Million Marke. So, Messina. Catania. Und Palermo. Das sieht aber soweit erstmal alles ganz gut aus. So, Palermo Basis. Ja, das passt dann soweit. Okay, dann haben wir jetzt hier Cagliari. Nochmal, dann hier ein paar Inseln und dann sind wir jetzt also oben auf Korsika angekommen. Und dann ist auch nochmal hier die Einheiten zusammen und dann haben wir tatsächlich die italienische Ecke auch schon durch. Oh, sind da wirklich sehr gut in der Zeit drin. Also wenn wir jetzt hier richtig Tempo machen, kriegen wir wahrscheinlich noch Deutschland, Schweiz und die Benelux-Staaten noch durch. Das wäre auch nochmal ganz gut. So, Opferentschädigung brauchen wir jetzt hier nochmal, keine Ahnung, 20 Milliarden. So, genau.
So, zack, fertig. Dann also einmal die Soldaten rüberziehen. Dann ist die Militärbasis 3 hier oben und jetzt wird dann also hier wieder angefangen zu sammeln. Jetzt also erstmal hier vorne machen wir jetzt mal die Schweizer Lokalecke draus. Und dann sind wir gleich weiter. So, Arbeitsminister ist gestorben. Das heißt, also da jetzt einer wird aus dem alten Greisenkabinett hat sich verabschiedet. Hey. Also, der Arbeitsminister 74-75 ist am Ende geworden, hat sich verabschiedet. Jetzt gucken wir, wer hat sich jetzt als nächstes qualifiziert. Sie hier, die Maria Bargiello, aber tatsächlich eine der älteren Brigade, auch schon 55. Also, dass wir jetzt nicht die absolut neue Ära werden, aber ist okay. Ist immer auch 20 Jahre jünger als das, was davor am Start war. Und daher passt das schon. So, und jetzt geht's los. Hier bei der Zone haben wir noch gehabt. Das heißt, also los geht's dann hier bei Bregenz. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir erstmal die Schweizer Ecke hier zusammenkratzen. So, dann. Schur. St. Gallen. Da merkt man hier wieder, ey, wie verstädtert eigentlich die ganzen kleinen Provinzen hier sind. Zumindest wenn es um die Schweiz geht. Also da ist ja gefühlt jede Kleinstadt mit dabei. Na, ob das so sein muss, naja. Egal. Muss ich mich jetzt halt ein bisschen mit bemühen. Ein bisschen gucken, dass ich da umher arbeite. Nein, ich will nicht an den Airport, ich will an Zürich selbst. Dankeschön. Zürich selbst, Metropolregion, haben wir auch schon länger nicht mehr gehabt. So, dann. Zug. Die Schwyz. Altdorf. Stans. So, weiter geht's. Luzern. Aarau. Ja, hier kann man schon mal ein bisschen Zeit liegen lassen, auf jeden Fall. Basel. Bern. Sion, Lausanne und das müsst ihr noch dann, wieso, ich wollte gerade sagen, kriege ich nochmal ran, Genf. So, alles zusammen, genau, so, das machen wir jetzt als nächstes, das ist dann die Schweizer Ecke und dann kommt als nächstes die deutsche Abteilung. So, Dankeschön. Dann als nächstes hier vorne hin und jetzt klappen wir die deutsche Abteilung zusammen. So, dann schauen wir mal. Also Salzburg ist hier vorne noch, das heißt es geht in München los. Weiter mit Augsburg. Nürnberg. Stuttgart. Freiburg. Ja komm, Straßburg packen wir es auch mal dazu. Karlsruhe. Hauptsache ein paar Flüchtlinge, die mich nicht interessieren. So, Mannheim. Frankfurt. Mainz. Wiesbaden. Koblenz. Saarbrücken. Bielefeld. Willkommen bei Way in NRW. Dortmund, Bochum, Essen, Wuppertal, Köln, oh Köln Metropolregion, Sekunde, so, Köln haben wir wohl als deutsche Metropolregion ja gemacht, stimmt, Köln ja auch damals sehr viel römische Geschichte, ich erinnere mich, war ja was, habe ich Düsseldorf schon? Ne, habe ich noch nicht, so Düsseldorf, Mönchengladbach, und Aachen. So, das ist dann einmal dann die deutsche Kapelle. Also die Frage, kann man eigentlich die holländische auch noch gleich mit dazu steuern? So, nehmen wir jetzt noch ein bisschen Truppenbewegung jetzt hier mit. Utrecht. Amsterdam, Metropolregion. So, Rotterdam. Tilburg. Eindhoven. Maastricht. Liège. Wobei bin ich auch schon in Belgien, ne?
Ja, ist mir auch schon Belgien. Komm, was soll der Geiz? Antwerpen, Brüssel, Metropolregion, Gent, Middelburg, Brügge, Wavre, Charleroi, Namur. Na hoppla, nicht fahren, fliegen sollt ihr. So, und jetzt die letzten Städte. Gut, okay, passt soweit. Aha, Luxemburg. Gut, und dann können wir dann als nächsten Sektor einfach Frankreich machen. Jetzt sind wir hier schon mal ganz gut mit dabei. So, sind alles die ganzen Luxemburger Städte hier. Luxemburg selbst nochmal. So, gut, okay. Damit ist also Deutschland plus die Benelux-Staaten. Alles zusammengekratzt. So, hier haben wir ein paar Leute, die jetzt wieder meinen müssen, unbedingt zu fahren. Ja gut, lassen wir sie halt jetzt mal eben fix fahren. Passt auch schon. So, und damit haben wir dann das also... Doch, ich würde schon mal grob sagen, die Hälfte des Empires, glaube ich, geschafft, ne? Doch, ich meine schon, also die Hälfte des Empires haben wir heute hinbekommen. Sehr schön. Bin ich auf jeden Fall zufrieden. Das heißt, ich denke, wenn wir das nächste Mal dann auf nochmal ähnlich viel Tempo machen, eine dürfte Woche. Das auf jeden Fall aufgehen. Ja, genau, dann müssen wir das nächste Mal Frankreich weitermachen. Kann ich mal ganz kurz die Truppen hier für den Aufschlag verschieben. Welchen französischen Stützpunkt nutzen wir denn? Ja, dann nehmen wir einfach den hier vorne, genau. Nehmen wir den hier vorne. Plus wir können eigentlich nochmal den Osten schon direkt dazu holen, ne? Genau, holen wir direkt den Osten dazu, damit ich das nächste Mal da keine gedanklichen Probleme irgendwie habe. So, genau, nehmen wir den Teil nochmal mit. Und dann passt das soweit. Alles klar, gut, okay, damit haben wir das für heute geschafft. Ich bedanke mich ganz herzlich direkt da draußen bei euch schon mal fürs Zusehen. Ja, wie gesagt, wir haben uns ja darauf eingestellt gehabt, so zwei Folgen, dass wir die dafür einmal opfern müssen. Ist auf jeden Fall klar gewesen, dass das jetzt noch kommt. Ja, ansonsten kann man jetzt auf jeden Fall sagen, ja, wir müssen noch wieder Frankreich zusammensammeln, England nochmal zusammensammeln. Wenn wir die dann haben, geht es noch runter Richtung Spanien und es wird auch halt immer weniger. Und ich denke, wenn wir da ordentlich Tempo machen, dann kriegen wir wahrscheinlich auch noch genügend Zeit rausgeschlagen, dass auch direkt die restlichen Truppen, ihr wisst schon, Luftwaffe und Marine noch zusammensammeln können. Ja, und dann denke ich, kann man es da auf jeden Fall schon mal als ganz gut aufgestellt sehen. Ansonsten muss ich nur mal schauen, dass die Truppen jetzt nicht zu große Anzahl annehmen. Wir sind jetzt schon bei 700.000. Dass ich das vielleicht sonst ein bisschen aufteile, dass wir so zwei, drei Stationen haben, wo wir dann einen Großteil unserer Truppen lagern. Weil wisst ihr ja immer, sobald man da irgendwie die Millionenmarke zusammensammelt, wird es alles immer ein bisschen tricky. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn wir uns das nächste Mal anschauen. Aber bis dahin würde ich sagen, war es das dann von meiner Seite aus. Ich bedanke mich draußen bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, Freunde. Halt die Ohren steif, haut rein und ciao. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.